Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Kollegin, da Sie das Thema Homosexuelle angesprochen haben, würde ich Sie gerne konfrontieren mit etwas, was, das habe ich ja schon mal im Plenum vorgetragen, der marokkanische Menschenrechtsminister von sich gegeben hat, Mustapha Ramid, der gesagt hat, Homosexuelle sind Müll. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel aus Tunesien, Algerien, vor allem auch Ägypten, wo Polizisten, also staatliche Vertreter und Vertreterinnen, sich zum Beispiel in schwule Dating-Apps einladen und Menschen gezielt ausspionieren und dann verfolgen. Das heißt, es sind keine Einzelfälle, sondern es findet eine strukturelle Diskriminierung des Staates gegenüber diesen sexuellen Minderheiten statt. Und in dieses Klima setzen Sie jetzt einen Gesetzentwurf, der das fatale Signal sendet, dass sozusagen Deutschland diese Menschenrechte nicht mehr viel wert sind. Das finde ich sehr, sehr traurig. So, und da Sie von Einzelfällen gesprochen haben, Sie sagen jetzt in Ihrem Gesetzentwurf, es sollte, ich sage sollte, eine spezielle Beratung stattfinden. Und seien wir jetzt mal ehrlich, diese Beratung wird es auch mit Ihrem Gesetzentwurf nie geben. Sie haben noch nicht mal Haushaltsmittel dafür eingestellt. Das heißt, es wird so kommen, dass gerade Homosexuelle, die aus diesen Ländern fliehen müssen, weil ihnen Gefahr an Leib und Leben droht, dass die sozusagen ein erschwertes Verfahren bekommen und bereits bei der Einreise sozusagen dann vor Wildfremden ihre Sexualität ausbreiten müssen und sozusagen ihre Homosexualität nachweisen müssen. Das heißt, Ihr Gesetzentwurf ist ein Abschreckungsgesetz und ich finde das gerade für die sexuellen Minderheiten, wo Sie eigentlich sozusagen als Grundrechtspartei sich bekennen, ziemlich traurig. Frau Kollegin, wollen Sie darauf antworten? Bitte schön.